Was geht ab, Habibis? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich muss hier gerade knien für das scheiß Intro. Es ist mega anstrengend. Ganz kurz jetzt, wenn ich schon beim Knien bin. Look at my outfit, baby! So fresh! Aber naja. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute mit ins Nagelstudio. Ich bin etwas gestresst, denn ich muss eigentlich auch schon los. Das heißt, wir schnacken nicht viel und gehen. Wie du im Titel lesen kannst, bald ist mein Geburtstag, wenn das online gekommen ist, war mein Geburtstag vielleicht schon. Und deswegen brauche ich blingy, blingy, blingy Birthday Nails. And that's what we gon' do. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was ich für Nägel haben möchte, aber auf jeden Fall überall Steine. Extrem lang, cause you know me. Und alles andere werdet ihr, glaube ich, gleich sehen. Also let's fucking go! Gehen, Leute, das ist einfach Bombe. Ich liebe es. Das sieht so geil aus. Das sieht echt geil aus. Mhm. Aber meinst du, es sieht geil aus, wenn man da drauf auch noch Steine drauf ballert? Mhm. Weißt du, was meine? Meinst du? Definitiv. Die sehen richtig wild aus, alle. Hast du dich entschieden? Tatsächlich nicht. Aber die beiden sind auf jeden Fall meine Favorites. Die sehen richtig geil aus. Mhm. Und der dazwischen, oder der sieht auch, ist das derselbe? Mhm. Ja, der sieht auch geil aus. Ich glaube, ich nehme den auf den drei Nägeln und die beiden mit dem. Mhm. So, Leute, so sieht das Zwischenergebnis aus. Pinky, pinky, rosy, rosy. Sieht super aus. Und hier kommen ganz, ganz viel Bling Bling drauf. Ich habe auch viele Sterne mitgenommen. Sieht auch nochmal viele Sterne. And now let's see what we're gonna do. So, Leute, ein Stein fehlt uns nicht. Das ist einfach so viel Glitzer und Bling. Das ist so geil. Oh mein Gott, I love it. So, hier auch auf den gleichen? Nee, ich glaube auf den Ringfinger. Okay. Ja. Oder auf den Zeige. Auf den Mittelfinger. Ja, auf dem Mittelfinger ja. Muss was richtig Großes machen. Der okay. Knallt halt am meisten rein, weißt du, und dann so. Ja. Und dann auf Ring? Ja, auf Ring. Okay. Thank you.
Okay. Auf welchen wolltest du das? Auf Ring. Okay. Und auf dem anderen halt auf dem Mittelfinger, denke ich dann. I guess, I don't know. Let's see. Ich finde das richtig geil aus. Also man kann entweder hier den großen und dann da die kleinen zwei Stück machen. Oder man macht halt oben den großen und darunter den kleinen und dann... Ja, ich würde sagen, oben den großen und darunter den kleinen. Also lass mal schauen, wie das aussieht. Okay, let's go. Ich würde sagen, lass mal den kleineren drumherum anfangen und uns dann auch rausarbeiten. So. Okay. Dann pack. Leute, look at my nails. Look at this masterpiece. Sieht einfach so viel zu... Oh mein Gott, sieht so geil aus. Scheiße. Ah. Oh mein Gott, ich habe so vermisst. Ich habe so gebraucht. Ich liebe mein Leben. Skü, Leute. Ich bin gerade am Hauptbahnhof. Ich wollte eigentlich zu KFC, muss jetzt aber zu Mc's. Und ich bin übrigens live. Peace zu euch selber. Auf jeden Fall, ich habe meine Maske gesucht, habe meine Maske gefunden. Jetzt gehen wir rein und holen uns... Leute, was ist fresh bei McDonald's? Ich habe so lange nicht mehr bei Mc's gegessen. Let's fucking go! Oh mein Gott. Hallo! Kann ich schon bestellen? Ach so, cool. Hi! Haben Sie... Was geht ab, Habibis? Es ist der 3. Ja, ich hatte gestern Geburtstag, Leute. Es ist der 3. April und ich habe ein paar Tage nicht gefilmt. Das heißt, wir sind gerade ein bisschen so zeitgesprungen, zeitgereist. Let me show you my nails. Leute, ich glaube es immer noch nicht. Also, ihr habt die ja eigentlich ja im Vlog schon gesehen, aber sie sind einfach zu schön, um sie nicht 24 Stunden in die Kamera zu halten. Like, what the fuck? They look so good. I cannot deal with this shit. I cannot deal with this shit. Naja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich überlebensfucking glücklich über meine Nägel. Und ja, that's it. Für alle, die sich fragen, mein Geburtstag war richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, was ich gemacht habe, aber auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Spaß an meinem Geburtstag. Und das ist doch das, was zählt. Ich wurde auch richtig oft danach gefragt, wie viel meine Nägel gekostet haben.
An sich kosten Nägel mit Doppeltipp zwischen 60 und 80 Euro. Es kommt drauf an, wo du sie machen lässt. Also würden die Nägel ohne Steine zwischen 60 und 80 Euro kosten. Kommt drauf an, eben wie lang du sie machst. Wenn du nichts von den Tipps abschneidest, wie bei mir, dann kostet es eher 80. Und dann musst du die ganzen Swarovski-Steine noch drauf berechnen. Ich wusste, Leute, bis vorgestern gar nicht, dass ich immer originale Steine benutze. Also ich dachte, das sind einfach Stones. Und dann hat mir meine Nail-Artist-Designerin gesagt, Bro, das sind übrigens echte Swarovski-Steine, deswegen auch der Preis. Und yes, das sind einfach echte Steine, Leute. Jetzt fühle ich mich umso expensiver, falls das richtiges Englisch ist. Ich liebe es einfach, Leute. Ich fühle mich einfach Bombe. Es sieht einfach zu geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Hier wollte sie so zwei große Steine dran machen. Und zwar nicht einfach platte Steine wie der hier, sondern so 3D-Steine. Also so einen runden quasi richtig reinlegen, sodass er da so quasi, ich weiß nicht, ihr checkt schon, was ich meine. Dann haben wir das gemacht bei dem Nagel. Und da waren so zwei Steine, die so komplett rund waren und quasi so in gegensätzliche Richtung abstanden. Aber ich fand im Endeffekt, es sah scheiße aus. Hab den abmachen lassen und hab mir dann doch einen Platten drauf machen lassen. Und so sieht das jetzt aus. Ich muss sagen, den Nagel, den ich tatsächlich am wenigsten mag, ist wahrscheinlich der hier eben, weil der so oft spontan gerettet werden musste. Aber ich finde, overall sieht er immer noch richtig geil aus. Er ist halt sehr blingy-blingy. Ich finde, der passt halt nicht so vom Muster her zu den anderen Nägeln und den anderen Mustern vom Nagel. But it's whatever. So, Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt bitte, bitte, bitte in die Kommentare, wie ihr meine Nägel findet. Auch wenn 90% der Leute sagen können, oh mein Gott, so lang hast du dir diese Krallen. Wie kannst du damit kochen? Wie kannst du damit... I know I'm a bad bitch. I know that's right. Look at these. Look at these, bitch. I know that's right. Vergesst mir nicht, auf Insta, Snapchat, TikTok zu folgen und dort täglich meine Stories zu gucken. Ich gehe da ja auch ab und zu live, so don't miss out. Und ansonsten sehen wir uns auf meinem nächsten Video. Fühlt euch gedrückt, bleibt gesund und Chudafis!